Game-Based Game Check, der Game Check der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg und der Computerspielschule Stuttgart. In diesem Game Check möchten wir uns das Spiel Attentat 1942 anschauen. Das ist ein Spiel, was von Charles Games entwickelt wurde und von Bohemia Interactive veröffentlicht wurde. Das Spiel kam 2017 raus und ist für den PC erhältlich. Das Spiel findet im besetzten Prag des Jahres 1942 statt. Es erzählt die Geschichte der Besatzung der Tschechoslowakei durch die Nazis aus der Perspektive einer betroffenen Familie. Der Spieler muss dabei herausfinden, wie der eigene Großvater in den Anschlag auf den Gestapo-Offizier Reinhard Heydrich von 1942 verwickelt war. Dafür interviewt man verschiedene beteiligte Personen und Familienmitglieder. Die vergangenen Ereignisse aus der Besatzungszeit werden durch interaktive Comics umgesetzt. Dabei kann man auf einzelne Optionen innerhalb des Bilds klicken, um die Geschichte voranzutreiben oder mehr Informationen zu sammeln. In der Zeitebene der Gegenwart interviewt man die Beteiligten über kleine Filmsequenzen, zwischen denen man sich für verschiedene Antwortoptionen entscheiden kann. Und das ist sehr, sehr intens und sehr gut gemacht, denn die Stimmung des Zweiten Weltkriegs ist da nochmal sehr gut aufgefangen bei den Leuten, die man jetzt eben in der Gegenwart über die vergangenen Ereignisse interviewt. Pak dědu odvedli a já jsem si nikdy nemyslela, že ho uvidím až po válce. Proč vašeho dědu zatkli, to jsme se vlastně nikdy nedopátrali. Für mich besonders war dabei vor allem das intense in die Augen gucken der interviewten Personen, die darauf warten, dass man jetzt die nächste Entscheidung trifft, was dafür sorgt, dass man eher nochmal darauf achtet, wie man jetzt weiter agieren möchte und welche Frage man als nächstes stellen will. Das Spiel generell ist sehr, sehr düster, denn es geht natürlich um die Zeit des Zweiten Weltkriegs, da gab es nicht viel zu lachen. Da war alles sehr belastet von Trauma und schlechten Ereignissen, die passiert sind. Dieses Spiel schafft es sowohl musikalisch als auch mit der Darstellung der Comics und auch der Filmsequenzen, das alles sehr, sehr gut einzufangen. Das Interessante hierbei ist, dass die Geschichte auf wahren Begebenheiten basiert und sehr gut recherchiert ist. Die Grafik ist stilvoll gestaltet und die Atmosphäre des besetzten Prags ist sehr authentisch dargestellt. Und dadurch, dass man eben sich entscheiden kann, welche Fragen man stellt und wie man sich entscheidet, kann man auch verschiedene Enden der Geschichte miterleben. Das Spiel eignet sich sehr gut für den pädagogischen Einsatz, denn es ist in Zusammenarbeit von tschechischen und US-amerikanischen Lehrkräften sowie Historikern entwickelt worden, um gezielt für den Unterricht eingesetzt werden zu können. Attentat 1942 wurde von Spielern und Kritikern sehr positiv aufgenommen, denn es bietet eine neue Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg und ein gutes Eintauchen in die Geschichte, die dort stattgefunden hatte. Da das Spiel von der Spielmechanik sehr niederschwellig ist, kann man auch sehr schnell reinkommen und es sehr gut auch mit Leuten spielen, die sonst normalerweise keine Videospiele spielen, aber den immersiven Effekt der Spiele benutzen, um eben die Geschichte nochmal besser zu verdeutlichen. Als Ergänzung für den Geschichtsunterricht ist das Spiel auf jeden Fall zu empfehlen und auf Games im Unterricht könnt ihr euch auch ein Unterrichtskonzept hierfür runterladen. Die Story dauert ungefähr 2 Stunden und das Spiel ist ab 12 Jahren freigegeben. Und es gibt auch eine extra Education-Version, sodass das Spiel auch nicht sehr, sehr viel kostet, um es spielen zu können. Wenn ihr also generell einfach nur geschichtsinteressiert seid oder das vielleicht im Unterricht benutzen wollt, dann kann ich euch Attentat 1942 auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Durch die emotional greifende Gestaltung des Spiels bleibt auf jeden Fall sehr, sehr viel hängen.